Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Alpsdorfer Heide in LS19 zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo! So, wir sind. Hast du gerade Alpsdorfer Heide gesagt? Ja, ich wollte fast Ellen gerade sagen und habe ihn nochmal irgendwie so umgedreht und ja, dann kam ja Alpsdorfer raus. Egal. Ja, das ist wieder die erste Aufnahme-Session. Wir starten dann wieder komplett unvorbereitet rein. Ich muss jetzt erstmal gucken, ich habe zuletzt die Laserballen geholt, das weiß ich sogar noch. Verkaufen wir die? Ist die gute Frage. Würde man sagen schon, ne? Weil wir haben ja keine Verwendung für. Ja, war das das komplette Feld? Ja. Mit dann würde ich ehrlich gesagt nein sechs, sagen, dann stapelt ihr da unten rein. Das sind 8 Ballen. Ja, das ist zu wenig zum Verkaufen. Wie wird sich das überhaupt drin? Was bringt denn die Silage überhaupt? Das ist ja normal, bleibt, ne? 386. 386. Ja doch, 386. Hat doch gestimmt, was ich verbrechen habe. So, da stellen wir mal den Mütter. So, ist richtige Panel ausgewählt? Ist natürlich nicht. Hören Kuh? Jawohl. Ich hab's noch gewusst. Und ja, ich habe tatsächlich den Frontlader jetzt gewechselt. Wir haben jetzt eine etwas kleinere Nummer, die jetzt mehr oder weniger passend aussieht, finde ich. Und die vorige wird doch ein Ticken meines Geschmacks ein Ticken zu groß. So, wir müssen jetzt erstmal hier drehen, weil wir müssen das ganze Zeug da hinten reinpacken. So, Radio on, Vorbereitung ist natürlich wie immer schon im Vorhinein ausgewählt, ne? Wow, ich habe mit 5 Proben die ganze Wiese 80 geprobt. Ja, okay, die ist jetzt aber auch nicht so groß. Nee, das ist nicht. Oh. Hallo, ich hab doch gerade runtergeschaut. Egal. Der hüppelt da hinterher. Ich würde mal sagen, ich park den hier so schräg hin. Aber anders, da haben wir keinen Platz. Dann muss ich natürlich wieder aufpassen, weil ich im Frontlader dran und da ist ein Zaun und schwierig und. Hast du nicht gesehen und dann hänge ich da irgendwie drin. Fährst du jetzt die verkaufen oder ladest du die jetzt ab? Ich lade die bei uns hier in unser Ballenlager. Aber in den niedrigen Teil da rein, gell? Ja. Zum Glück hat das was. Achso. Jetzt halt aber. Also wenn du gerade hier runterfahren willst, wird's schwierig. Ja, wobei doch, du wirst sogar vorbeikommen. Hier ja. Muss rein, gell? Ich weiß ja, ob du da mit der Höhe durchkommst. Ja doch. Ich glaube, da dürfte ich schon reinpassen. Schön, dass ihr auch mit dem Ballen spielt, die Laschballen. Ja, wenn wir es nur verkaufen fahren, würde es ja gehen, aber wir packen die halt. Ja gut. Könntest du ja gleich die Bällchen schön wegmachen, wenn du so sozial wärst. Du spielst mich auf. Rutscht der Ballenwagen gerade. Ah, jetzt steht er wieder. Du hast mich gerade. Meine Ballengabel ist am Spanngurt dran. Ich weiß nicht seit wann das geht, aber gut. Der Ballenwagen rutscht! Scheiße! Ja, ich seh's, dass der Ballenwagen rutscht. Ich weiß nicht, wieso er rutscht, aber er rutscht. Frag mich nicht warum. So, heute machen wir jetzt sogar, ist zwar unrealistisch, aber wir machen mal Allrad drin. Weil beim letzten Mal sind wir noch mal bisher nicht so ganz gut vom Fleck gekommen. Vielleicht schauen wir uns diese Runde mal besser. Ich werde natürlich wie immer nichts sehen. Außer ich fahr so. Das wird tatsächlich noch eher gehen. Ja. Ich muss die auch nicht ganz an die Wand packen, das passt, wenn ich die hier so hinstelle. Meine doch, den Rückwärtsgang. Bleib. Oh, ist Gang. Bei uns immer einen kleinen Tick mehr. Komm! Okay. Schieb! Oh, das war zu weit. Die Wand! Ich komm grad wieder, alles gut, ich pack die gleich. Der stirbt, weil gerade abfascht, ne? Nee, stirbt er nicht, der ist bloß so ein. Ja. Das muss so. Okay. Deutscher, hast du gesagt, der hält das aus. Die Beine rollen. Was? Achso, du hast die lose gemacht. Wenn man gerade dachte, die waren noch fest, mit Spanngurt, die können ja gar nicht wegrollen. Okay, und das Spiegel ist. Ich hab den Spiegel vom Steuer geschrottet, aber. Ey! Wo bin ich jetzt hängen geblieben? Achso. Hier drüben. Wir brauchen jetzt Skorpion, das ist zu weit. Oh. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Dass es vielleicht ein Ticken zu weit ist, aber jetzt passt's, ja. Ja. Dürfte passen. Okay.
Die Rollen sind ein bisschen auseinander ticken, aber kann man nicht ändern, ne? Das musst du. Boah, ist da, ja, oh, knapp, aber ging noch. Hätte meinem rechten Heckschutzblech wahrscheinlich nicht ganz so gefallen, dass da ein Baum ist, aber gut. Oh. Alter, dein Ball! Ey, stopp, stopp, Alter! Junge! Hebt doch auf, ey! Was? Zieht der gute Ballwagen. Aber okay, der hat es halt immer zwei weniger getan. So, dann können wir uns eigentlich den hier machen und B. Ja. Ist knallt, hat er gesagt, und dann passt's. Ja. Kann man so lassen, ne? Wie man sagt. Wenn's knallt, noch ein Meter, habe ich gesagt. Oder das, ja. So. Wunderbar. Heute wird die Frontlader-Skills wieder eher parat. So, einklappen den Spieß. Ballentechnisch haben wir ja alles, ne? Strohballen haben wir keine mehr. Das machen wir wieder aus. Das heißt, wir können eigentlich alle Blumenleute wieder ausmachen. Und das Teil im Normalfall unten reinparken. Beziehungsweise die Gabel unten reinstellen. Ah, da muss ich sie wieder aufklappen. Wunderbar, in der Kurve die Bahnspieße aufgeklappt. Perfekt. So. Muss ich wieder einen Ticken runter? Naja, kann vielleicht sein, dass ich. Warte, wie ist? Den Ballwagen ein bisschen für mittig platziert habe, aber ist ja egal. Oder? Ja, da steht sowieso nichts anderes drin, also. Im Prinzip ist es wurscht, würde ich mal sagen. Wow. Frontlader kann ich eigentlich auch hier vorne hinpacken, da stört ja nichts niemanden. So. Komm ich da unten rein? Nee, ne? Nee. Ja, aber hier. Ja, den geht noch. So, komm mal. Oh, scheiße, warte. X. Jetzt hat's. Ich hab mir gerade gedacht, das hat nicht ganz so gesund ausgeschaut, wie der runtergefallen ist. Sollte aber auch die Stützen ausklappen. Aber dem ist so, dann mal X drücken, damit die ausklappen. Oh ja. So, was gibt's denn jetzt zu tun? Ich habe keine Ahnung. Muss ich mal nachgucken. Ich hab den Deutsch geparkt. Okay. Der passt doch prima rein, oder nicht? Ja. Würde ich auch sagen. Hat der Beifahrer sein. Jetzt? Oh, der Beifahrer ist löblich, löblich. Könnte vielleicht sein, dass sie noch ausklappen. Nee, der da ist. Warte, jetzt hat. Bei mir ist er ausgeklappt, gefehlt. Okay. Ja, jetzt ist er auf jeden Fall definitiv ausgeklappt. Der hat es mir durch den Arsch geschummelt. Ja. Aber es war zum Glück nicht spitzes, sondern was plattes. Oh nee! Oh, er hat nur gespitzt und Arsch geschoben. Ja, in dem Sinne irgendwie schon, ja. Ja. Was machen wir jetzt? Ich muss gucken, was zu machen ist. Ich weiß ja von nichts. Ja. Ich glaube, wir sollten ansehen. Das ist meine Vermutung. Aber was soll man ansehen? Ich glaube, wir haben irgendwas von Hafe geredet, oder? Weil der ganz gut Geld bringt. Ja, 1208. Und wir haben ja die Möglichkeit, den anzusehen, oder? Doch haben wir. Wir müssen kalken auf Feld 1. Ja, okay, das kannst du dann gleich machen. Toll, ich darf wieder den. Das war mir klar, dass ich die Drecks hab, was? Junge! Du bist mehr Arbeitsbreiter als ich. Gar nicht wahr. ja. Das war jetzt schlau, dass ich jetzt den Frontlader wegmacht, aber ich muss jetzt Saatgut auffüllen fahren. Ach, prima. Ich muss ja auch hinflogen. Ja, ich fahre hier gleich weg, weil. Und hast du, warum musst du den Frontlader wegmachen? Da steht der Kramer dran. Ja, nee, kann man da auffüllen? Du kannst einfach so, rückwärts reinfahren und auffüllen, aber wo. Die Frage stimmt, ist, wo stelle ich jetzt das, den Dünger hin? Haben wir nicht noch irgendwo. Doch, ich weiß was. Wir haben doch da hinten irgendwo so noch so einen Unterstand. Neben dem, wo wir unsere Ballen hingestellt haben.
Also noch irgendwo so ein Unterstand-Dingens. Bummens. Okay. Sämaschee. Wo haben wir die denn hingebracht? Ach, da drüben steht, neben der Ballpresse steht die normalerweise, ne? Was weiß ich da noch? Glaube ich zumindest. Wenn wir die damals da reingestüpselt haben. Ja. Ja, da steht's auch. Mal hier. So. So, wunderbar. Passt, passt, passt. Dann können wir die eigentlich anhängen, wenn ich reinpasse. So. Der Deutschstart. Ja, doch, doch, das muss sein. Ja doch, ich komme da vorne nochmal was auch raus. Ja, Flanke brauche ich da nicht, also. Ist ja zum Hinterherziehen, also. Dem hier habe ich da kein Problem mehr. Stein, aber geht. Und umlacht der andere. Wir haben 3 Meter und dann kann es eigentlich abgehen. Vielleicht habe ich. Die Halle hat einen Stein, um auszuladen, keine Kolli. Aus hinten abends echt wird hingeschmissen. Wow, nice, perfekt. Das wird wahrscheinlich folgenlang da hinten drin flacken, weil keiner mehr da dran denkt, dass es da hinten dran ist. Ich sehe es schon kommen. Bist du schon unterwegs? Ja, ich bin schon unterwegs. Wenn mich kein Auto. Warte mal auf mich. LKW weggerammt. Ja, warte, ich bin auf der Hauptstraße. Ich suche mir ein Fleckchen, wo ich parken kann. Ich gebe Knallgas. Okay. Ich fahre auch nur mit 14, also. Sehen wir ihn da hinten? Ah, da hinten sehen wir was. Da habe ich was Gelbes rüberspitzen gesehen. Die ist normalerweise die Verdeckung vom Ding. Währenddessen mache ich mir was zum Trinken auf. Wenn ich ihn im Rückspiel sehe, ist mal wahrscheinlich, glaube ich, schon zu spät. Dann. Warum ist denn das jetzt so lange? Jetzt geht's wieder. Oh, hinter kommt er. Jetzt überholen wir dich. Jawohl, los. Komm, gib gar kein Gas. Deutsch mach ich nicht schlaff. Was hat der da vorne für Schlangenlinien? Ich hab gar mein Blicken weggestellt. Nein, ist die da davon. Er hat Vögel überfahren. Was? Ja, bei mir haben wir 5 Vögel überfahren. Ich hab die nie gesehen, ne? Muss ich sagen. Da ist die eine Ausfahrt. Die habe ich jetzt auch gerade gesehen. Warte mal, ging es vorne? Oh, hier ging es schon rein. Ich denke nur so, da vorne kommt die Einfahrt. Scheiße, der ist knapp hinter mir, der wird nicht bremsen. Ich darf nicht bremsen, bin voll rumgelenkt und bin reingekommen. Ich sehe mir, oh, da kommt ein Zaun. Scheiße, der wird dagegen fahren. Was passiert? Ja, bumm. Ich habe aber auch voll reingelegt, ne, und bin voll rutscht vorne. Ich hab's gesehen. Ich habe aber Gewicht dran. Du hast aber auch eine Pflegebereifung und ich habe dicke Bereifung. Was heißt dicke? Also der rutscht vorne ein bisschen. Entweder ist er voll für schwer. Aber dann dürfte er ja eigentlich nicht so rutschen. Der hat ein Tonnengewicht. Dann soll der ja hinten fliegen. Ja, oh, ich bin glaube ich. Ja, ich bin falsch gefahren. Ah, nee, bist geht. Nicht. Ja. Musch grad. Ja, aber ich hab grad. Ja, nicht da, wo man rausfahrt rein. Ja, ich hab grad. Ich hab. Oh, hier gibt's Hallen. Ich hab grad gedacht, ich muss jetzt, weil ich hier reingefahren bin, durch die Dinge ins Dorf fahren. Oh, hier steht auch Deutschfahr. Und wir haben Deutschfahr. Hm? Ich muss jetzt so diesen Ausgang da, oder beziehungsweise durch die Durchfahrt da durchfahren, wo man was abladen kann, habe ich gerade vorhin gedacht. Deswegen habe ich mir gedacht, oh Scheiße, ich bin falsch. Aber nee. Alles schön. Oh, der ist voll arg. Für 40 Kamera. Ja, schwierig, ne? So, dann können wir eigentlich hier stehen noch einen Deckel auf. Das stört ja keinen. Motor können wir halten lassen. So. Dann haben wir uns mal den Schnuggiputz hier rum. Oh! Kalk. Ach, da ist er. Komm nicht durch. Also ich bin am Aufladen, ne? Soll ich voll machen oder halb voll?
Voll machen, die. Ach oder? Komm, ich mach voll, die Lutzi. Ja, weil Kalk geht gut weg, also Kalk ist immer gut, wenn man da voll macht. Wieso? Ich hab nur Geld. Ich hab da auch Geld trotzdem. So, Gott, die zieht Schlaf, ne? Hm? Der zieht für Schlaf. Ich weiß es nicht. Ja, okay, ich glaube, der ist auch ein bisschen untermotorisiert dafür. Oh, R, nee, nicht T. Stopp. R. Saat, gut, ja. Wenn das, ja, 800, geht eigentlich voll klar. Ist, glaube ich, tatsächlich billig, ja, wobei, wir haben hier 940 Schlitter drin. Und beim Händler ist ein Saatgutpalette mit 1000 Liter. Ja, wobei, doch, ist ein bisschen billiger. Hey, was macht er da mit meinem Steuer? Die ganzen IC-Sachen raus. Also, wie viel haben wir jetzt drin, Prozent? 30, 40, sind wir 30. Okay, das heißt, da muss ich noch ein paar Mal fahren. So, R. Jo. Alles gut, dass der Allradlenkung hat, also schön wendig. Sonst hätte ich das ein oder andere Problem beim Rausfahren. Du könntest einfach den Arm auffahren. Wann? Es ist ein bisschen angenehmer. Sag mal, 50% einmal kannst du doch fahren. Duff. Ne. Nee, da war nur Gras. Und dann habe ich nur Gras angefahren. Jetzt beschwert sich da die Leute, Alter. Nee, nee, nee. Ah, voll. Hab's gerade gesehen. Jetzt habe ich ja Saatgut in der Schaufel. Egal, ich pack den einfach wieder hin. Ja, lass doch mit Schaufel oben, ne? Ja, ja. Das ist unser Saatgut, zum Schluss wird's klaut. Mhm. Mach Parksperre. So. Oh, warte, dann umläuft der. Oh, mal gleich Motor gemacht. Oh. Da schau mal vorbildlich, du. So, sieht's wieder einkloppen. Tür zu machen. Oh, das passt alles. Oh, ich muss wieder Backspiel rausmachen. Alter, der Steuer. Der Steuer. Der Deutsch ist echt laut, muss man sagen. Oh, er geht schon auf Straße. Ja. Wir haben mal rund umleuchten, nein. Merkst du jetzt, was ich meine? Ja, ich merk's. Da war ein Stein, ne? Nee, Straße! Achso. Die geht mich hier drunter da. Na so. Das kann ja auch sein. So blinkst du. Hallo? Der gar nicht aufs. Wow. Nee. Hier ist eigentlich nur so eine Dingens. So eine, wo man abbiegen kann ins Innere von vom Dorf rein. Ach, hier ist die Kirche. Ich hab da den Wäsche Topstraße jetzt aber. Nee, da vorne ist der. Ich hab auch kurz überlegen müssen, als ich die Blinken gesehen hab. Komm, jetzt zieh mal raus gleich. Oh. Alter. Du musst echt sehen. Ja. Aber gut. Okay, du hast jetzt wie viel Dinner? 91.000, 9.160 Liter. Ja, was denn von 10 Kubiko, der muss er schon platzieren mit seinen 90 PS, was er hat. Ey, ich dürfte ja alles schneller wie so fahren. Ja. Und Kalk ist ja auch bisschen, ist ja auch schwerer, ne? Normalerweise, oder? Den, da bremst du nicht. Die Bremszettel glühen, beziehungsweise die Bremsbacken. Es geht ab, du. Ich hätte eigentlich nicht vergessen, wenn ich bremsen muss, dann mein Kette dran spannen. Ja. Oh Mann. Fahr dir mit mal Fischer rein, ne? Mhm. Ich bin null auf dem Gas, ne? Ich auch nicht.
Aber ich gehe schon mal auf die Bremse. Ich sehe halt nicht, welchen Gang ich drin habe, weil der Bildschirm da ist. So, so muss ich gucken, dann sehe ich es eher. Gott! Zieh an! So. Boah, jetzt muss ich Schwung mitnehmen, das kommt da von der Berg. Ja, ei, ei, ei. Ich bin hinter dir, wenn du siehst, dann kann ich dich schieben. Nicht schieben, ne? Hm? Nicht schieben! Ich bin, noch zu weit weg, ich war, kommt da. Eieiei! Eieiei! Jetzt wird's kritisch. Boah. Aber ging. Hat's hochgeschafft, Applaus! Er hat's hochgeschafft. So, welches Feld von dem braucht einen Kalken? Weil dann zähle ich da noch nicht an. Okay, ne, fahr ich zu Zeugen, wird zum Sehen. Wie viel mehr dauert es der Ankeug? Normalerweise 18, nee. 24 hat er mit Dünger. Haben wir eine Direktsaat? Ja, haben wir, ne? Ja, doch. 24 hat er mit Dünger. Und die Hälfte meistens also 12. Oder so, ja. Irgendwie sowas müsste er haben. Warte mal, Hafer. Ja, Hafer. So, anderer Teil, dann könnten wir 13. Ah, oh, wird schon stimmen. Umschalten. So. Ja, Frozy, ne? Ja, doch, das müsste passen. GPS. Ja. Das sieht nicht schlecht aus, ne? Aber noch ein Ting runter. Ne, ja. Ja. So, würde ich sagen, dürfte es eher passen. Kann man hier runterlassen. Und fahren wir nochmal rein. Oh. Jetzt hat er mal. Ist eine Direktsaat? Ich lasse da einen Streifen stehen, ne? Ja, die passen doch nicht ganz, die Einstellungen. Muss ich ein bisschen was ändern. Auf 2,8. Und dann jetzt noch ein Ticken rüber. So. Fahren wir mal so. Gucken, was jetzt besser ist. Ja, jetzt sieht's besser aus. Mhm. Ich mach jetzt mal Eirad rein, ne? Weil ich. Eieiei, ich fliege ganz schön weg, du. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, den Ding da hochziehen mit Klebereifung. Das ist du. Oh. Du. Kann ich dir nicht sagen. Ich darf eh bloß 25 fahren, wenn dann schon richtig. Ja. So. Weiß gar nicht, ob ich Allrad bräuchte. Nee, eigentlich nicht. So, jetzt sieht man natürlich wie immer hier eine gerade Linie längs. Was da hinten sieht, sehe ich ganz gut aus. Weiß gar nicht, ob ich da jetzt bei Christian Farming noch ein bisschen was beachten muss, wenn ich jetzt hier ansehe. Hat doch die Ausbringmenge, oder? So. Ich glaube, da ist irgendwas mit der Ausbringmenge. Können wir gleich mal nachgucken. Mal zurücksetzen, entladen, Helfer Einstein, Helfer Mart, nee. Nö, wenn ich. Oder hier. Nö. Da gibt's auf jeden Fall nichts zum Wählen. Wie sieht's jetzt hier aus? pH-Wert? Nee, das ist ja nö, das ist auch wurscht. Ertrag sieht man noch nichts. Und das ist das. Muss ich hier gucken. Ja, ist angesehen. Müsste eigentlich so passen. Dann drehen wir hier mal ganz schnell, damit wir hier vorne längs kommen. So. Ja, so, dann fahren wir nochmal ein Stück zurück. Ah, ne, war ja noch nicht runterlaufen. Ich will jetzt mal gucken, ob der GPS-Kurs einigermaßen schon gleich stimmt oder ob ich hier noch Freihand fahren muss.
Geile ist halt auch, ich kann halt beim Deutz, beim Deizen Gang höher schalten und dann bergab rollen lassen. Da braucht das irgendwie null Sprit. Ja, ist natürlich angenehm, ne? Dann sparen wir ein bisschen Diesel. Dafür muss ich bergauf und einen kleinen nehmen, damit ich umso besser hochkomme. Ja, das ist aber glaube ich unvermeidbar. Bisschen hört man aber den Tüte ist ganz schön ohne Probleme, also ein Kalk besser als wie ein Dünger. Ja, ich glaube Dünger ist das Schwerste, soweit ich weiß. Kalk ist so eine Mittelstufe und Saatgut ist glaube ich leichteste unter Anführungszeichen. Also glaube ich zumindest. So gut er auskennt, wie mir jetzt da ohne in den Gewichten von den Sachen. Ja, haben wir einen Ansehen, sind wir wohl eine Weile dran, ne? Aber wenn wir da erstmal GPS-Kurs haben, dann funktioniert das Ganze eigentlich relativ gut. Ich muss jetzt ein paar Mal vorgewendet ziehen, aber das ist ja auch nur an den Hauptlängsbahnseiten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da nochmal drüber fahren kann oder nicht, aber was meinst du? Ich fahr mal kurz drauf, mal schauen, was das mir anzeigt da oben. Ach so, ach so. Bringt das was? Ich weiß nicht. Soll ich kalken oder nicht? Ne, das ist halt im gelben Bereich. Ja, ich glaube gelb. Ist gelb sauer? Weiß es halt nicht, ne? Aber gut, was ich weiß, damit wir heute fertig sind, liebe Leute. Ja, jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, du kannst auch keinen Cent. Und den roten Knopf drauf, falls nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der App Store bei Heide. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Tag. Macht es gut und haut rein. Und ciao, ciao. Ciao, ich fahre halt.